Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Quick-Tipp für das Yosemite-Betriebssystem von Mac. Mit mir am Rohr ist der Markus, hallo. Und ich bin die Monia. Und wir möchten euch in diesem Video zeigen, wie ihr Updates automatisch machen könnt. Und zwar laden wir alle Programme aus dem App Store runter. Und in 99% aller Fälle vergessen wir natürlich, dass diese auch regelmäßig ein Update brauchen. Und sehen das erst, wenn wir den App Store mal wieder aufrufen. Man kann das aber auch so einstellen, dass das Ganze automatisch funktioniert. Und das ist auch sinnvoll, weil es sehr wichtig ist, dass ihr die Programme immer auf dem neuesten Stand haltet. Obwohl Mac mit Viren nicht viel zu tun hat, ist es dennoch gut, wenn wir auch kleinste Sicherheitslücken schließen und hier einfach keinen an unseren Computer lassen. Markus, zeig uns, wie es geht. Ja, hallo Monja, dann versuchen wir uns mal zu erinnern. Und zwar gehen wir wieder in die Systemeinstellung, also Apfel, Systemeinstellung. Und dann finden wir dort das kleine Icon App Store. Und bei mir ist jetzt hier schon alles angeklickt. Also es geht sich hauptsächlich um OS X Updates installieren, System Updates und Sicherheitsupdates installieren. Und neu ist jetzt hier App Updates installieren. Also seit iOS 8 und Yosemite kann man jetzt also wie auf dem iPhone auch seine Apps automatisch aktualisieren lassen. Die Nachrichten darüber, welche Apps aktualisiert wurden, stehen dann im Notification Center, was wir ja hier an der Seite haben, unter Mitteilungen. Oder poppen halt hier oben klein, leicht ein. Jo, das war es eigentlich schon. Ganz einfach und sinnlos. Ja, super. Ja, Markus, vielen Dank für den neuesten Quick-Tipp und wir hören uns beim nächsten. Ciao.